Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test auf meinem Kanal. Diesmal mit Oldboy, einem Action-Plattformer aus dem Hause D-Pad Studios, welches das auch verlegt hat. Kostet derzeit auf Steam 22,99 € oder wenn ihr das in der Special Edition kaufen wollt, 29,68 €. Ihr könnt aber auch den Soundtrack dann später kaufen. Ja, mehr lässt sich, glaube ich, gerade erstmal im Moment nicht sagen, außer dass es keine deutsche Sprachausgabe geben wird. Das heißt, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, sondern versuchen, so gut es geht, irgendwie zu übersetzen, weil viele Worte, die hier benutzt werden, die kenne ich so noch nicht. Und dementsprechend tut es mir auch erstmal leid, klar. Aber ich bin trotzdem sehr neugierig, was uns so erwartet. Okay, neues Spiel und los geht's. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil teilweise sind die auch dann etwas längere Texte, etwas schneller. Ich versuche mich dann lieber darauf zu konzentrieren, was da gesagt wird, damit ich es euch dann erzählen kann. Nun, wir sind Otis, der kleine Junge, der hier schwitzend vor seinem Meister steht und tatsächlich übrigens schwitzt. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da ein paar weiße Pixel an seinem Kopf herunterlaufen. Und wir sollen das strahlende Ebenbild unseres Meisters werden, der uns beibringen möchte, was es heißt, eine Eule zu sein. Also aufgeschlossen, weise und so weiter und so fort. Um den Respekt der Menschen, den sich die Eulen erarbeitet haben, verdienen zu können. Gut. Das ist ein großer Moment für dich. Auch wenn du stumm geboren wurdest, unter meiner Anleitung wirst du zu einem strahlenden Teil oder einem großen, guten Teil deiner Gemeinschaft werden. Entschuldigung, ich muss mich nur kurz anders hinsetzen. Nun, ich sehe, wir haben noch viel vor uns an Arbeit, natürlich. Aber keine Sorge, ich werde dich schon... Naja, das heißt, wie kann man straighten am besten übersetzen... Ich werde aus dir einen guten jungen Menschen machen. Oder eine gute junge Eule machen. Fällt gerade kein besseres Wort dafür ein. Straighten you up. Begradigen heißt es eigentlich, aber na gut. Okay, also, Otis hat wohl beim Lernen so ein paar kleine Probleme. Wahrscheinlich kann er sich nicht gut konzentrieren, ist weniger Theoretiker. Und der Meister hat also so gedacht gehabt, na gut, vielleicht liegen seine Talente ja woanders. Und dann probiert man das einfach dann nochmal aus. Also möchte er heute mit ihm Flugübungen veranstalten. Und ja, Otis hat sich wohl schon eine ganze Weile darauf gefreut. Springen müssen wir. Und im Mid-Air müssen wir dann die Flügel schlagen und der Eulenmantel, den wir von ihm haben, sollte den Rest erledigen. Okay.
Okay, wir fliegen. Okay, da wir sollen auf die Plattform hoch. Okay. Oh, okay. Wir haben wahrscheinlich nicht genügend Stamina dafür. Okay. Okay, wir haben ihn sehr enttäuscht, weil die meisten Schüler das sofort schaffen. Und am nächsten Tag wird es dann zurück zu normalen Lernaktivitäten gehen, wegen seiner Unfähigkeit fliegen zu können. Okay, da ist eine Wasserknappheit der Menschen dort hinten. Und die Trockenheit ist nicht so nachgiebig, nicht so verzeihend mit seiner Faulheit wie er. Die Wasserknappheit. Warum hast du den Wassereimer am Boden gelassen? Heb ihn sofort auf. Okay. Den Wassereimer. Warte. Du hast ihn zu sehr geschüttelt. Lass mich nachsehen, ob noch etwas Wasser in dem Pott ist. Pott, das war das. Stell den Topf hier ab. Kann ich? Ja, ich kann. Oh. Nein, ich habe dir gesagt, du sollst ihn hinstellen, nicht zerschlagen. Aber er ist doch Link. Wie sollst du jetzt den Dörflern Wasser bringen? Das werde ich dir nicht vergessen. Und ich werde sicherstellen, dass den anderen dieses auch bewusst ist, wie inkompetent du bist. Nein, was deine Inkompetenz uns gekostet hat. Hast du das begriffen? Ich kann gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Otis. Verlasse mich. Nee, lass mich. Ich werde Wasser in das Dorf bringen. Otis, du hast mich enttäuscht. Wieder und wieder und wieder. Heute ist kein Unterricht. Alles, was du tun musst, ist, zu den anderen Dörflern zu reden. Einfach genug, oder? Okay, er soll also mit allen Dörflern reden, um ihnen sagen, wie dumm er ist. Wow, was für ein toller Lehrer. Okay. Ist das normal? Die Wahrheit über dich? Willst du das wirklich hören? Wow. Alter, das ist... Du willst die Wahrheit wissen? Du Stummer. Wouldn't be able... Du wärst sowieso nicht in der Lage, es irgendjemandem zu sagen. Boah, Alter. Boah, Alter. Warum bist du so nervös, Otis? Aber sicher doch. Du hast wirklich jeden Grund dazu. Wir haben, glaube ich, gerade übrigens... Wow. Puh. Das ist unangenehm. Ist aber schön. Also es sieht schön aus hier. Otis? Otis! Also, du bist endlich aufgewacht. Ja. Wir sind spät dran. Ein Glück, dass ich vorbeigekommen bin, sonst hättest du noch eine ganze Stunde geschlafen. Los, sofort aus dem Bett und raus mit dir.
hier irgendwas zum Aufsammeln? Nee, ne? Au. Huch. Okay. Gut. Na gut. Was haben wir hier? Nichts weiter. Ah, wir können durch die, also Plattformen quasi dann hochspringen. Aber wie komme ich dann wieder runter? So? Nee. Ich muss mich doch eigentlich auch durch den Boden durchfallen lassen können. Tja, naja. Na gut. Dann entern wir mal. Welly. Ach schön. Otis. Los, don't zone out. Fang nicht an zu träumen. Hoch mit dir. Und wir landen. Das wurde auch Zeit, Otis. Wir werden diesen heute über Valley wachen. Es sind Piraten hier. You know the drill, report me all the guards. Okay, wir sollen ihm Bescheid sagen, sobald wir irgendetwas Verdächtiges sehen. Irgendwelche Fragen? Nein. Then go to it. Meine Güte. Ah, okay. Und ist das die Stamina? Wir kriegen Punkte hierfür? Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen. Also, wie ich mich. Ah, hier ist noch. Das ist nicht die Stamina hier drüben. An was erinnert mich die Musik? Hier geht's nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter. Okay. So eine Minimap oder sowas wäre schön. Ah, okay. Das gibt uns zusätzlich noch mal ein bisschen mehr Kraft. Ja, krass. Ja, dann konsumieren wir das doch einfach mal alles. Und schauen mal, wo uns das hier hinführt. Gut. Scheinbar ist das ja gut. Das Vögelchen ist weg. Okay. Hier ist noch mehr. Ich habe noch gar keine Ahnung, was uns das hier bringt. Das können wir bestimmt später irgendwann aufmachen. Und das ist unser Angriff. Okay. Oh, hier ist der... Oh, hallo Münzen. Einmal nach oben. Und da sind noch mehr Sachen. Das ist ja cool. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was das ist, ist es die Lebensanzeige. Das könnte natürlich auch sein. Bei sowas wie Fliegen erwarte ich immer, dass irgendwo eine Stamina-Anzeige ist. Ja, das geht natürlich auch. Examine. Higher Valley Plaza, Lower Otis Residence. Okay. Das sollten wir natürlich nicht tun, runterfallen. Das wäre vielleicht auch für diese Eule hier nicht so gut. Und hier ist noch ein bisschen Kram zum Aufsammeln. Also bis jetzt noch alles recht unspektakulär, aber ich glaube, wir werden früher oder später noch die Piraten hier finden. Und müssen dann wahrscheinlich gegen die kämpfen. Ne. Zack. Vielleicht haben wir später auch mehr Körperkraft und können dann diese Sachen, die wir aus dem Boden ziehen, dann nicht nur runterwerfen, sondern damit auch werfen oder sowas. Fragezeichen. Wir wissen nicht, was das ist. Das ist aber schade. Hier macht er nichts. Na gut. Dann
schauen wir mal weiter. Hier waren wir gerade eben, ne? Ja. Ich schätze mal, dass wahrscheinlich das dann auch unsere Aufgabe ist, auch den Weg zu finden. Ja, nicht gerade ein Pfadfinder. Aber naja, hier geht's nicht durch. An was erinnert mich diese Musik? War hier noch irgendwo was, was ich vielleicht kaputt machen kann oder so? Nee, hier komme ich durch. Hey, Buddy! Hallo, mein Freund! Hey! Hey! Hör auf mich zu ignorieren! Also, die Eulen sind scheinbar sowas wie die Wächter hier. Ach, guck mal, der ist aber entspannt da oben. Was für eine schöne... Es ist wirklich eine schöne, schöne Grafik. Okay, was hast du denn? Hey, man! Keeping watch today. Hey, du hast heute also Aufsicht. Hast du Lust, später irgendwas zu unternehmen? Oh, Tuss and Gaddy. Das unstoppbare Team. Vielleicht sollten wir heute nach Advent gehen. Lass mich wissen, wenn du fertig bist für den Tag. Ich werde diese Kanone reparieren. Wir sollten für alles vorbereitet sein, richtig? Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ist hier hinten noch etwas? Nein. Na gut. Na gut, ich muss, glaube ich, auch nicht ganz so gründlich hier untersuchen, alles und aufsammeln. Ich mache ja kein Let's Play. Nicht. Ups. Aber ich möchte schon wissen, was ich hier mit anfangen kann. Das sind Schamane. Schauen wir mal, was er hier hat. Flatsch. Moin. Ich komme mal zu dir ins Wasser. Oh, ihr Eulen arbeitet auf jeden Fall ziemlich hart. Strix, achso, heißt unser Meister. Strix, Schüler. Was? Scurrying around, keep watch. Flattern herum und halten Ausschau. All the way from... Achso, okay. Das ist nicht unser Meister, sondern die Schüler von Strix streunern oder stromern oder flattern hier rum und passen auf den ganzen Weg für, von Advent aus. Und dann bist du hier. Also ich bevorzuge es, mich in den heißen Quellen zu entspannen. Okay, du scheinst die Hitze nicht so gut zu vertragen, mein Junge. Lass mich dir einen kleinen Trick zeigen. Ah, feel that. Okay. Okay, es ist alles... Das Geheimnis liegt darin, das heiße Wasser einfach zu akzeptieren. Entspann dich. Nimm es auf. Versuch's. Siehst du, mein Freund? Okay, vergiss niemals zu entspannen. Lass es dir vom alten Tobi sagen. Er ist ein Entspanner. Okay. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Für das in die heiße Quelle springen. Ah, das ist ja ganz cool eigentlich, weil das, was wir gerade an Lebensenergie aufgebaut haben scheinbar, haben wir jetzt in regulär, wenn ich es richtig sehe. Hallo, kleine Autos. Suchst du nach Piraten? Ich denke, ich habe welche gesehen. Okay, westlich vom Ausblickspunkt. Du solltest dir vielleicht besser ansehen. Und hier sind Troublemaker, Unruhestifter irgendwo im Ort. Das bist nicht du, oder? Irgendjemand hat meine Bongos geklaut. So, hier können wir reingehen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob ich das sollte. Ach, guck an. Jo. Oh, Wurfgeschosse. Ah, nee, können wir auch essen. Okay.
Der Aussichtspunkt war da drüben, da war das Haus. Wir könnten vielleicht mit ihr noch reden. Da geht's in die nächste Stage. Ich glaube, wir reden mal mit ihr. Oh, hi, Otis. Und? Passt du heute noch auf? Ich habe gehört, hier sind Unruhestifter unterwegs. Ich hoffe, es sind keine Piraten. Ich habe so viel Gruselgeschichten über sie gehört. Da sind sogar Gerichte über riesige. Wie können ihre Schiffe fliegen mit solchen Piraten darauf? Aber wir sind hier sicher in Valley. Pass bitte auf, dass du nicht zu viel rumspielst. Also wir sind in Ordnung, solange du konzentriert bleibst. Was auch immer sie sagen, gute Frau. Worüber haben wir geredet? Geht das nochmal? Okay. Hast du irgendwann mal einen Rekord aufgestellt? Ich versuche, den Rekord im Relaxen aufzustellen. Ja, sollte ich da reingehen? Na, so ein paar Minütchen haben wir noch Zeit. Dann gucken wir uns das mal an. So. Ach, das ist das Haus von ihm mit dem Bongos drin. Bom, 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 bom. Okay. Aber hier ist nichts weiter. Okay, also hier hatten sie gesagt gehabt, ne? Okay. Kann ich dich kaputt machen, oder? Hier kann ich erstaunlich wenig machen. Hier steht ja auch kein Grabbel hier mal oder sonst irgendwas. Deswegen, ich flieg einfach mal weiter. Okay. Ah. Hey, du hast ihn gut erwischt, Fib. Oh ja, Brunacci. Ich denke, er kann tatsächlich fliegen. Mensch, du bist ein Angsthase, Otis. Eulen sollten stark und furchtlos sein. Bist du dir sicher, dass man dich Wache schieben lassen sollte? Boah, denk nicht sowieso, jeder, du bist ein Idiot. Ich meine, bist du wirklich eine echte Eule? Asking questions ist... Ah, toll. Ihn etwas zu fragen ist sinnlos, Fib. Er kann sowieso nicht antworten. Ach, stimmt, er ist stumm. Stumm. Dummer Otis. Boah. Ey! Ihr zwei, lasst Otis in Ruhe. And get back to Pretoria. Okay. Und geht zurück auf die Patrouille oder ich werde Strix sagen. Oh. Mach dir nichts draus, Otis. Die sind nur kindisch. Was denkst du, wenn ich dich einfach begleite? Wir könnten zusammen auf Wache gehen. Wir werden es ihnen zeigen. Heb mich einfach hoch und lass uns gehen. Ah, wir bekommen eine neue Fähigkeit. Okay. Gaddy, Otis bester Freund und Valleys Verteidigungsmechaniker. Ich kann nicht weiter runter scrollen. Gaddy trägt einen Blaster mit sich, ist effektiv in den meisten Kampfsituationen, aber nicht gegen Stein oder Stahl.
Okay, und jetzt? Ich habe da so eine gewisse Idee. Jupp, funktioniert. Das finde ich aber cool. Müssen wir hier lang? Nee. Scheinbar nicht. Na gut, dann müssen wir sowieso danach. Boah, das wäre mies. Aua, Entschuldigung. Okay, dann gehen wir mal nach hier oben. Boah, das ist aber echt gemein. Mit dem, ich meine, er ist halt stumm. Das ist, naja. Hey Leute, es sieht so aus, als ob wir einen irgendwas im Dorf hätten. Wahrscheinlich Unruhestifter. Das ist auf jeden Fall wahr. Bist du der Unruhestifter, Otis? Du siehst auf jeden Fall aus wie ein Unruhestifter. Das stimmt. I saw Asio. Ich sah Asio auf dem Weg zum Professor. Für jemanden, der so strikt ist wie Asio, hast du ein ziemlich ruhiges Leben. Jetzt sei ein lieber Eul und kehre zurück zu deinen Aufgaben. Tu das. Alles klar. Das ist wahr. Boah, Alter. Kann man nur so ätzend sein? Hier ist nichts. Nein. Aber ich werde es auf jeden Fall privat ver. Oh, ist das hübsch. Das sieht hübsch aus. Das ist voll hübsch. Da will ich auch wohnen. Ich meine, ich bin zwar flugangstlich, aber. Das sieht echt cool aus. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's nur zu ihm. Okay, Enter. Hier. Kommt er mit rein? Nein. Also, du siehst, Ezio. Dieser Bildschirm ist der Herz. Ist das Herz der Maschine. Der Herz? Was? Sie wird dir die Karte der Umgebung zeigen, in Echtzeit. Generiert. Das ist meine größte Entdeckung. Ich verstehe es nicht. Wir haben Karten. Die Eulen haben halten die Karten auch up to date. Also aktuell. Ach, sei doch nicht albern, Asio. Die Inseln fliegen herum. Und es sind nur noch wenige Eulen übrig. Das ist die Zukunft. Behold! Warte. Bahnbrechende Technologie. Oder sei erstaunt. Bahnbrechende Technologie bei der Arbeit. Ja. Ich bin nicht beeindruckt. Verdammt! Es hat wunderbar funktioniert, bevor du aufgetaucht bist. Irgendetwas muss. Hä? Dein Schüler ist in meinem Labor. Otus, was machst du hier? Gib den Jungen doch ein bisschen Raum, Asio. Es ist in Ordnung, solange er nicht irgendetwas kaputt macht. Schon wieder. Trödel nur nicht so lange hier rum. Du sollst doch nach dem Piraten Ausschau halten. Wie kann ich denn in. Ich muss doch hier irgendwie runtergehen können. Das muss doch irgendwie gehen. Reden wir mal. Anyway, also. Die Mapping, die Kartografiemaschine ist unglaublich.
Selbst du musst das zugeben, Asio. Unsinn. Die Eulen haben das für Jahrhunderte getan. Dieser Versuch, mal meinen Einfluss in dem diesem Dorf zu untergraben, ist armselig. Du sture Alter. Du denkst, ich spiele Mitleidspolitik? Wie heißt das? Mitleids... Ah, Petty, nicht Pity. Entschuldigung. Du denkst, ich spiele hier nur einfach rum? Du bist viel zu stolz, Asio. Das sagst du, nachdem du versucht hast, auf mein Erbe zu spucken? Was bin ich jetzt gerade am Rumstottern? Nee. Es tut mir wirklich leid für dich, dass du diesen Narren als Ausbilder hast, Otus. Ja, ich möchte trotzdem darunter. Ist hier irgendwo ein Punkt, wo ich dann draufklicken kann? Nee. Na gut. Dann können wir hier erstmal nichts machen, glaube ich. Aber das heißt, wir kriegen wahrscheinlich dann... Oh, Moment. Moment. Eventuell kommen wir einfach hier unten rein. Die Tür ist abgeschlossen. Na gut. Na gut, na gut. Ja, dann packen wir mal hier unseren Kumpel. Oh, Sekunde. So, da wurde ich gerade angerufen. Jetzt musste ich kurz dran gehen. Gucken wir da einfach mal. Vielleicht finden wir ja noch was. Düdidu, was ich hier machen kann. Die Tür war ja abgeschlossen. Ach, wartet mal. Wir hatten doch hier unten... Da war die Kanone, die übrigens immer noch nicht, scheinbar immer noch nicht repariert wurde. Oh, hier. Was ist so los? Gehst du auf Patrouille wegen der Piraten? Oder rennst du weg, sobald du etwas siehst? Sieh dir diesen Typ, Mann, er kann nicht mal eben auf seinen Füßen stehen. Ihr wieder. Die sind aber echt eklig. Bist du okay, Junge? Oh, oh, ja. Danke euch. Du bist einer von Strix Schülern. Ich habe dich noch nicht getroffen, gesehen vorher. Das stimmt. Bonacci und Philipp sind meine, ja, Klassenkameraden. Wir sind gute Freunde. Dein Name ist Solus, der Einsame. Solitudus. Hör zu, sie haben es auch schon mit Otus vorhin gemacht. Wenn sie dich wieder belästigen, dann sag, dann ruf einfach nach uns. Danke, Leute. Sie haben recht, ich bin ein Feigling. Ach, sag doch sowas nicht, Junge. Oh, jetzt ist was passiert. Ick, Hilfe! Mandolin! Au! Oh nein, das ist der Unruhestifter! Schnell, Solus, ruf um Hilfe! Otus und ich werden ihn jagen. Okay. Los, heb mich hoch und los geht's. Nach unten dann wahrscheinlich. Ah ja. Hm?
ist er hin? Ja, wo ist er hin? Habe ich ihn verpasst? Was ist das? Oh, eine Kiste! Da war oben auch schon eine. Ich habe schon gesehen gehabt. Okay, grab. Okay, eine Glocke. Okay. Ich glaube, er ist in die Höhle. Bum, bum, bum. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Höhle an. Würde ich sagen. Was bist du denn? Oh, sieh, das ist der Unruhestifter. Lass ihn uns schnappen. Seine Spinne, wa? Okay. Da war gerade ein Leuchteffekt im Hintergrund. Gut, gut. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Au, au, au. Au. Ah. Hau ab. Oh, die bringen mehr Kohle. Nein! Ah ja, der kommt hier noch. Gut. Und jetzt haut er wieder ab, ne? Na, super. Mie. Und hier ist ein neuer Charakter. Ein neuer Gegner. Ja. Wenn wir vorsichtig vorgehen. Oh, hier, das ist vielleicht ganz wichtig. Ich weiß, dass das gerade mega mutig, was ich mache. So. Aber erstmal zurechtkommen hier. Ja, lach du dir ruhig ein. Endgegner. Okay. Ist nicht wirksam gegen Stein. Oh. Ach, das tut mir echt leid. Nur hau doch nie als ab, Mensch. Ja, ist definitiv eine Spinne. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich sollte dich nicht so rumwerfen. Aber ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Gut. Warum tritt er ihn denn? Oh oh. Ich glaube, mit Controller ist es ein bisschen einfacher.
Oh. Watch out! Nein! Oh nein! Otus? Wach auf! Ich sitze hier fest. Fuck. Bitte sag mir, du bist in Ordnung, Otus. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, ich wusste nicht, dass Höhlen so gefährlich sind. Pass, halte durch, ich komme zu dir. Halte, pass auf. Natürlich, okay. Nach unten oder nach oben drehen? Nach unten. Okay. Jetzt geht die Tür auf. Wunderbar. Mhm. Oh, das ist aber ein kräftiger Spin eigentlich. Yep, 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 yep. Und. Na komm. Genügend Zeit zum Wegrennen. Wir müssen nach oben. Okay. Sehr schön. Also bis jetzt gefällt es mir tatsächlich ganz gut. Gut, wir betäuben die, indem wir sie an Spiralen drehen, was auch immer. Und kämpfen uns dann hier jetzt weiter durch. Au. Hä? Wie? Au. Oh, das war's. Wie sollen wir denn da dran vorbeikommen? Probieren wir es nochmal. Ach, schade, unsere zusätzliche Lebensenergie. Ah, okay. Ich muss also dagegen schlagen. Verstehe, verstehe. Und jetzt geht die Tür auf. Okay. Ich werde jetzt das noch 2-3 Minütchen weiter spielen. Und dann würde ich sagen. Ich sag's jetzt noch nicht, Quatsch, wenn ich jetzt davon rede. Ein Erdloch. Und. Hey! Kumpel! Yay! Hurra! Ich hab dich gefunden! Und ich lebe noch! Und du auch! Und wir sind unglaublich! Aber komm runter, Otus. Das ist keine Zeit zum Feiern. Wir sollten vermutlich hier rauskommen, bevor die Höhle ganz in sich zusammenbricht. Okay. Okay, das ist mir ein bisschen lieber, als nur dran vorbeizufliegen. Ja. Okay, haut ab. Geht weg. Sehr schön. Na los. Komm schon. Hier ist was zu Frieden. Das holen wir uns dann mal. Oh. Entschuldigung. Geht's dir gut? So, muss der zerstört werden? Ja, der muss zerstört werden. So, kommen wir.
Na, hier oben. Oh, au. Okay. Huch. So kleine, kleine Mistbiester. Na, komm. Raus mit dir. Okay. Oh, richtig, richtig, richtig viel. Ich muss mal aufpassen, dass ich meinen Kumpanien nicht umbringe. Gut, 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 gut. Hä? Ah, okay. Ich muss... Sorry. Irgendwo hier wird dann wahrscheinlich irgendwas sein, mit dem ich das Tor vorne offen halten kann. Oder ich habe es gerade einfach falsch gemacht. Ah, da ist ein... Ah, ich kann mit dem Spin die Sachen zurückschleudern. Guck an. Gut, dann holen wir jetzt mal gerade die Glocke hier. Und ich denke, dann sind wir auch ganz gut vorangekommen, oder? Schön, wie sich die Blätter bewegen, wenn er dran vorbeifliegt. Gut, weiter geht's. Wir können uns unterwegs immer ein bisschen heilen. Das ist schon mal schon viel, viel wert. Achso, stimmt. Er kann ja keinen Stein angreifen. Ein Glück, dass er unkaputtbar ist. Oh, Kumpel? Der Bereich ist jetzt offen. Schön. Hier ist auf jeden Fall dicht. Da kommen wir nicht durch. Und wir kommen jetzt hier. Oh, das sieht aber hübsch aus. Sag mal, was haben wir denn hier gefunden? Oh. Das kann nicht gut sein. Nee, das sieht nach einem Bossfight aus. Ja? Ja, was bist du denn? Okay. Wo muss ich ihn treffen? Der ist aus Metall, ne? Was muss ich machen? Verstehe. Das muss ich machen. Aua, das war nicht gut. Okay, das könnte es gewesen sein. Nee, die nächste Phase. Oh,
Aua, 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 wie soll ich denn da aus der Ecke rauskommen? Das war nix, das war nix. Das war's. Na gut. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was ich machen muss. Darf ich nochmal? Gut. Ich weiß nicht, ob wir dann immer alles verlieren. Wir dürfen skippen, das ist gut. Darf ich? Hallo? Nein! Komm! Nein! Nee, komm, das machen wir nochmal. Komm. Das war nix. Oder bin ich jetzt Game Over? Was war das denn gerade, bitte? Okay. Skippen, skippen. Hallo? Jetzt hat im Haus gerade nicht reagiert. Oh Mann. So. Mausgrad irgendwie. Keine Ahnung. Nein! Was mach ich denn? So, komm, 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 komm. Das will ich noch schaffen. Das will ich noch schaffen. Ist immer alles so ein bisschen Übung. Hm. Okay. Aber das sieht voll cool aus, das Vieh. Kann ich ihn kirre machen? Au, au. Hallo? 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 Sag mal. Boah, Alter. Er hat ja gar nicht mehr reagiert gerade. Boah, ey. Die Maus hat gerade gar nicht reagiert, als ich da in der Ecke eingequetscht war. Huh. Kann ich hier mit dem Ding nehmen? Wahrscheinlich. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Oh, Moment. Moment. Eventuell brauche ich das doch. Ja, das dachte ich mir. Kriege ich aber richtig eins auf den Deckel hier. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich mich hier gleich noch ein bisschen heilen kann. Ansonsten... Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein uraltes Eulenrelikt. Ich habe noch niemals sowas gesehen. Sowas Hervorragendes gesehen. Ich kann gerade die Energie fühlen, die das Ding ausstrahlt.
Aber warum ist es hier? Ich bin sehr neugierig über dieses Artefakt. Bring the fragment to the... Wir sollten das Artefakt zu dem Professor bringen. Ha! Echt euch! Ernsthaft? Otus? Diese seltsame Spinnenperson hat uns. Wir sollten hier aus diesem Spinnenwebe rauskommen. Okay. Das war schon gut. Muss ich nur ein bisschen besser abpassen und exzellent. Glaubst du, du kannst mich auch hier runterholen? Okay. Unglaublich. Du hast uns das Leben gerettet, Otus. Wir sind wirklich gute Freunde. Ja. Okay, lass uns nur ein kleines Stück von dem Relikt mitnehmen und es dann zu dem Professor bringen. Wer weiß, was der Professor davon erfährt. Das wirkt wie eine schlechte Idee. Oh oh. Au. Okay, wir haben ein Relikt gefunden und das scheint uns hallo? Neue Kräfte zu geben. Upgrades. Was ist das? Ein Upgrade. Was ist das für ein Gerät mit einem Knopf darauf? Seltsam, wenn es von den Eulen gemacht wurde, muss es Jahrhunderte alt sein. Und es ist komplett intakt. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den Knopf drücken. Darf ich? Ich denke, du solltest das tun. Und wir haben was gefunden. Oh, das war hell. Ja. Ah, strange device. A strange device with a button seems to have been made by the ancient owls. Okay, es ist ein seltsames Ding. Go ahead to push the button. I will just step back. drück den Knopf. Ich werde dann hier drüben warten. R. Hast du mich gerade teleportiert? Das ist unglaubliche Technologie. Die Eulen haben sowas gemacht? Mach's nochmal. Wuhu! Warten wir ab, bis wir das dem Professor zeigen können. Allerdings... wir sollten uns erstmal von hier verziehen, solange die Höhle noch hält. Ja, ich weiß. Okay. Dann hier unten lang. Oh. Ah, Moment, Moment. So. Okay. Das geht. Das kriegen wir hin. Und dann hier. Kommen wir jetzt endlich raus? Oder ist hier noch irgendwo eine Stage versteckt? So, und weiter geht's. Oh, oh. Ich könnte mich an dieses Teleportationsdings echt gewöhnen. Nie wieder laufen. Nun, wir sollten so... was? Nein, ein weiteres Beben. Aber... es scheint von draußen zu kommen. Schnell, Otus. Wir sollten sehen, was los ist. Die Piraten, vermute ich mal. Was ist hier hinten? Ne, ich weiß nicht, welche Richtung führt eventuell zu einem Extra und welche nach draußen. Das scheint nach draußen zu führen.
Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Das Game ist saved gerade. Okay. Sind wir hier wieder am Anfang? Ja, wir sind hier wieder am Anfang. Wir sind draußen. Gut, gut. Dann gehen wir doch auch mal wieder. Und draußen sind wir. Warum ist es hier draußen auf einmal dunkel? Wie lange waren wir hinter diesem Mistkerl her? Es sollte doch längst morgen, immer noch morgen sein. Was geht hier vor sich? Piraten. Oh, das sieht echt nice aus. Oh, das werde ich auf jeden Fall privat weiterspielen, das Spiel hier. Irgendwo hier war auch noch ein Dingens, eine Truhe. Die würde ich mir gerne noch holen. Lass mich raten, ich darf dann nicht in die Lichtstrahlen kommen. Sky Pirates, nein! Und ich habe die Kanone noch nicht repariert, wir sind komplett verteidigungslos. Schutzlos. Okay, nehme mich bitte mit, dann sind wir zusammen sicherer. Wenn wir schaffen, zum Labor zu kommen und Asio und den Professor zu warnen, die wissen, was zu tun ist. So, das gucke ich jetzt gerade noch. Da ist die Kiste, da war die Glocke. Die Glocke wird sicherlich auch nochmal irgendwann wichtig werden. Okay. Gut. So viel dazu. Irgendwo war doch hier noch da. War noch eine Kiste, da will ich noch reingucken. Das interessiert mich noch, vor allen Dingen finde ich die Kisten auch echt hübsch. Geld. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Die sind im Vordergrund. Schade. Na gut. Aber damit würde ich sagen, lasse ich das Ganze jetzt auf sich beruhen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich gefällt das Spiel echt super, super gut. Ich habe jetzt zwar durch die zwischenzeitlichen Unterbrechungen immer so ein bisschen... Es tut mir auch leid, aber an sich muss ich sagen, ist das ein sehr, sehr schönes, solides Spiel. Nicht unbedingt meine beste Übersetzungsleistung bis jetzt, aber naja. Wenn euch das Spiel gefällt, kauft es bei Steam. Ich glaube, es gibt es auch bei GOG. Das musste ich nochmal gucken. Das werde ich dann in die Videobeschreibung reinpacken. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Ein Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch. Bitte aber bei Däumchen nach unten seid so fair und gebt noch einen Kommentar dazu ab, damit ich weiß, was euch nicht gefallen hat, damit ich eventuell was verbessern kann. Und falls euch das gefallen hat und ihr seid neu, lasst mir auch gerne ein Abo da. Teilt das Video, sofern ihr das möchtet. Das hilft mir sehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.